Ich will keinen Ärger, ja? Wer will denn schon Ärger? Hallo Leute, willkommen in der, nicht Februar, sondern jetzt März-Season. Wir haben folgenden Rang erreicht innerhalb des Februars. Kriegshymnenanführerin. Heute ist was ganz Besonderes. Heute sind wir nämlich nicht zu zweit, sondern heute sind wir zu dritt dabei. Und zwar an meiner Seite ist Basti. Hallo Basti. Hallo Tore und Christian. Christoph. Hallo Basti. Chris, das müssen die Zuschauer verstehen. Ich bin jetzt Chris. Ja, und wir sind unter den 15 besten Prozent. Ist das nicht geil? Nice. Das sind schon die 15 besten? Krass. Ja. Wie viele Leute sind denn unterm Strich im Legendary-Rang? Wie viele sind da? Ich glaube, das ist 1% oder so. Okay. Wow, was ist das? Das ist die Belohnung. Also du hast dann so eine Schatztruhe, die du nach Rang 20 bekommst und pro Rang wird es halt besser. Ab Rang 10 hast du eine goldene epische Karte. Ja, habe ich nicht geschafft, aber dafür halt anderen Blödsinn. Ja. Und ja. Einen Kartenrücken. Ah. Genau. Und dann kriegt man noch Bonussterne, 13 Stück. Ach, jetzt kommst du direkt in die nächsten Ränge. Ah! Die addieren sich direkt auf, praktisch, ist damit ja du dann nicht wieder auf dem Niveau spielen musst, ja, wo es langweilig für dich wäre. Ja. Also zur Hintergrundinfo, Basti ist auch Hearthstone-Spieler, aber ich glaube, du bist eine Zeit lang jetzt raus gewesen. Ja, du? Richtig. Ja. Also mit der aktuellen Meta kenne ich mich gar nicht mehr aus und ich habe halt auch noch keine von den neueren Karten. Deswegen ist es auch immer schwierig, tatsächlich wieder reinzukommen. Ja. Aber jetzt haben sie, wie ich gesehen habe, auch sowas eingeführt, dass man dann immer mit Wild Decks oder so spielt, wo dann alle Karten erlaubt sind. Oder ja, halt richtig. Die Karten aus der aktuellen Saison. Und ich glaube, das ist auch natürlich für Altspieler, eben wie für Neuspieler, halt eine ganz gute Lösung, um das Balancing da halt ein bisschen gleich zu halten. Ja. Aber Moment, was haben Sie mit dem Buccaneer gemacht? Was haben Sie gepatcht? Also, ich habe es jetzt nicht gesehen. Genau, wir haben zwei kleine Änderungen. Wir haben einmal bei dem Schaman. Die Geisterclown wurden abgeändert. Ja. Und zwar, anstatt einem Mana kostet die jetzt zwei Mana. Mhm. Und beim kleinen Buccaneer haben sie das Leben von 2 auf 1 reduziert. Also das ist eine Karte, die ein Mana kostet und noch ein Leben hat, damit sie halt schneller removed werden kann. Meine Überlegung ist gerade, ob ich die Geisterclown auch entzauber, weil das ist halt 40 Dust. Und die kriege ich jetzt einfach so. Das heißt, ich verliere nichts. Dadurch, dass ich die entzauber. Ich kann sie auch für 40 Dust wiederherstellen. Ja. Macht ja Sinn, du bekommst sie ja auch wahrscheinlich irgendwann durch deine Packs wieder, weil du sie ja vorerst nicht brauchst. Und dann kannst du sie später wahrscheinlich nur für 5 Dust auch wieder loswerden. Die werde ich wahrscheinlich nicht durch Packs bekommen, weil sie aus einem Abenteuer kommen. Aber das ist halt vollkommen irrelevant, weil wenn sie nicht mehr gespielt werden, werde ich sie nie wieder craften müssen. Ja. Wir haben ein Kartenchaos. Wollen wir da einmal reinschauen? Oh, da gucken wir rein, oder? Ja, schön, ja. Das letzte Mal auch gemacht. Ja, schön. Was haben wir denn hier? Lies mal vor. Um die drei Bosse. Also erstmal, es geht um den Kampf von Gadgetzahn. Die drei Bosse von Gadgetzahns Unterwelt steigen gegeneinander in den Ring. Ihre Waffen, ein Deck aus den Karten ihrer jeweiligen Fraktion. Da schauen wir doch mal rein. Ich denke mal, da wirst du eine Menge Goblin-Karten zu sehen geben. Da lernst du denn auch die Karten aus Gadgetzahn kennen. Ja. Welches war denn die letzte Erweiterung, in der du noch mitgespielt hast? Ich muss sagen, ich habe damals Nax gemacht und dann kam noch... Es kam 2 Durchspielabenteuer, die ich gemacht habe. Das eine war doch von Nax, ich glaube das andere war irgendwie sowas wie Pechschwingen und Verkehren und sowas. Da bin ich dann danach, als die ganzen Robodecks angefangen haben, da bin ich ausgestiegen. Ja. Was hast du denn für eine Fähigkeit? Wahrscheinlich alle Golem beschwören oder was ist das? Oh, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich habe, ruft einen Jade-Golem herbei. Hm. Ist das nicht die Figur, die praktisch jedes Mal, wenn man sie beschwört, um 1 stärker wird? Ja, genau. Jade-Golem fangen bei 1-1 an und hören dann bei 30-30 wahrscheinlich auf. Okay. Weiß man das? Man weiß es nicht. Also, man kann es halt theoretisch loopen. Eigentlich kann man sich ja absprechen, mal mit jemandem zusammen das spielen und dann gucken, wie hoch es geht. Das ist dann wahrscheinlich so für Disguised Toast oder so in deinem Video. Deswegen gibt es auch viele Karten tatsächlich, die dann so einen Golem nochmal extra beschwören, um das halt wieder stärker zu machen, ne? Ja. Ah, das wäre, aber du kennst doch, wie hieß der Typ, der ein Pineapple, nein, der Typ, der das bei Dark Souls macht, mit den Useless Stats. Mhm. Sowas könnte man doch auch für Hearthstone machen, um zu gucken, was ist so das Maximum, wie stark kann eine Kreatur maximal sein oder sowas. Macht der auch das, der Disguised Toast? Ja, er hat das
teilweise schon mal gemacht. Also er hat vor allem, glaube ich, da Videoschnipsel zusammengesammelt von Leuten, die es halt ausprobiert haben und selber auch. Hm. Und da hat er dann auch vor allem sich darum gekümmert, dass er anhand von Ingame-Daten das zeigen kann. Okay. So, ich muss einmal kurz überlegen. Ich habe Lust... Ich kenne deine Karten nicht. Ja, komm. Wir wollen es ein bisschen pumpen. Darüber machen wir sie kaputt. Wie viel Schaden macht die Karte? 2. Und hat noch einen anderen Effekt? Ja, Combo. Combo, dass ein Jade-Golem kommt. Ah, wunderbar. Und was war sein Death-Filter? Ach, okay. Das heißt jetzt, den nächsten Jade-Golem, den du beschwören willst, er hätte dann 4-4. Ja. Das ist eine coole Mechanik eigentlich. Das ist tatsächlich dadurch ein bisschen auch sehr im Vorteil, weil der Gegenspieler, der... dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. ich bin gerade dabei, Russisch zu lernen, aber ich kann auch nicht alle Buchstaben. Iron Chai. Genau, der eben genannte, der hatte noch kein Jade-Golem gespielt. Das heißt, du bist in dieser Hinsicht ja jetzt schon auf jeden Fall deutlich im Vorteil eigentlich. Ja, ich denke schon. Also. Und da, von daher bestimmst du jetzt eigentlich, du hast jetzt viel Control auch, du hast eine Karte mit Spot liegen, du hast auch generell mehr liegen. Was hat er denn eigentlich für eine Fähigkeit, die Karte, die er liegen hat? Das ist eine gute Frage. Also aus von der Verstohlenheit. Er hält jedes Mal Verstohlenheit. Oh. Wenn er einen Diener angreift und vernichtet. Oh. Das heißt, okay. Verstehe. Und der Death-Rattle-Effekt, den wir haben? Es wird der Sturmwächter ins Deck gemischt. Das ist eine 10-10er, die hat auch Spot und kostet halt 5 Mana. Okay. Ich habe mir jetzt gerade so in meiner Klugheit überlegt, wir spielen einfach nur noch Golems bauen, weil die werden immer stärker. Und was ist das für eine andere Vierer, die man theoretisch noch spielen könnte? Die da unten? Also da würde ich halt ganz gerne. Das wäre halt Verschwendung. Ja. Und der einer ruft was noch der? Der kommt ins Spiel, sobald du einen Piraten beschwörst. Ach egal, so. Wo er liegt. Ach ja, das ist der praktisch, den man halt immer zieht. Mhm. Aber da, ich weiß nicht, hast du überhaupt irgendwelche Piraten im Deck, oder? Ja. Ah ja, okay. Oh, das ging ja schnell. Mit dir macht das überhaupt keinen Spaß. Aber ich finde, da könnte man jetzt eine Runde spielen, oder? Ich glaube, da gibt's noch mehr zu sehen. Also die anderen Gregs gerade. Aber man muss auch sagen, Tora hat ja jetzt auch gerade noch eine Packung erhalten. Das muss er ja auch nochmal beweisen, dass er das auch schafft, ohne eine Packung zu kassieren. Aber vielleicht sollten wir erstmal die Packung aufmachen. Darauf sind wir doch eh immer alle geil. Wir sind immer alle geil auf Karten. Mhm. Na, ist eine Legendary dabei? Die schon mal nicht. Auch nicht. Woran kann man das sehen? Jetzt siehst du hier, dass es eine seltene Karte ist, weil es ein blau ist. Ah, der Hintergrund, okay. Das ist sogar gut. Man hat halt garantiert immer eine blaue und 4 normale im Regelfall. Okay. Und du hast halt dann, glaube ich, eine Chance, alle 20 Decks angeblich sollte man eine Legendary bekommen. Okay. Aber die Chance ist gefühlt niedriger. Ja. Und ich glaube, alle 5 oder alle 10 halt eine epische. Also ich habe mal irgendwann eine Statistik durchgeguckt, aber ich muss sagen, das war halt noch vor den ersten Add-ons. Ich habe damals nämlich Hearthstone gespielt, da war es noch in der Beta. Ja. Du kommst auch aus der Beta-Zeit, oder? Ja, also ich habe auch noch die goldene, wie heißt der denn, Mecha-Drill. Ja, genau, goldene Mecha-Drill. Die man dafür bekommen hat, wenn man in der Beta Geld für Kartenpackungen ausgegeben hat. Ich habe die 3 Euro bezahlt, das gebe ich zu. Den will man nicht auf der Anfangshand haben. Ja. Der ist ja nicht schlecht, solange man... Den soll man ja auf der Hand haben, ne? Durftest du dir eigentlich ein Deck aussuchen, oder hast du es... Wie kommt denn das jetzt, zufällig bekommen? Du bist jetzt der andere aus... Ja. Ah, okay, ich verstehe. Also es gibt dann ja, wie wir vorgelesen hatten, diese zwei... Drei Könige. Dann ist es ja eigentlich sinnvoll, mal so zu spielen, bis man alle dreimal gesehen hat. Schon. Ja, komm, wir sind Rang 20, das geht dann schnell runter. Von daher müsst ihr das nicht alles sehen, das ist okay. Wir haben für Turn 2 nichts. Haben wir einen Cartoon? Ich glaube nicht. Warum wollte es sonst die Karte geben? Ja. Er ist halt das Cover. Achso, dann würde ich doch den Spot nehmen, weil du einfach keine Zweier hast. Sonst. Ich weiß nicht, was dein Effekt ist. Ach ja, den hätte man auch spielen können. Ja, wir haben aber das bringt. Achso, okay. Dann hätte ich ja tatsächlich die legendäre. Ja, sowas von cool. Alter. Grüße. Kannst du nicht sagen, du hältst deinen Schnauze? Ist das nicht? Vielleicht unter Druck. Gab's sowas mal? Ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht. Das war ja mal sowas von cool.
Mach irgendwas. Falsch gespielt, falsch gespielt. Die Karte muss man auf der Hand behalten und ganz am Ende spielen. Achso, ja, muss nicht sein. Wow, abgefahren. Was hat der für ein Gottesschild? Der legendäre, den du hast? Ah, okay. Ich würde den gerne auf der Hand behalten. Ja, den spiele ich. Das würde ich auch machen. Was ist der andere zwei, den wir noch haben? Okay, das macht alles keinen Sinn, ja, weil wir noch nicht verwundet sind. Und dann kannst du theoretisch den Einer zerstören, weil du dadurch ein 2-1-Value hast. Ne? Ja, genau so spielen wir jetzt. Oh, diesmal können wir sogar den Namen unseres Gegners aussprechen. Und vielleicht ist das ja sogar der Name vom letzten Gegner, bloß noch anders geschrieben. Ja. Kirill. Kirill. Hm. Oh, auch nicht schlecht. Hahaha, Value. Für dich. Ah, krass. Unfälle. Sowas kommt vor. Das ist eine witzige Fähigkeit. Ist halt jetzt schon mehrere gebufft auch, ne? Wenn du mir überlegst. Alles durchbufft. Nein! Warum tust du das? Ja, gut, das war natürlich die einzige Karte, die nicht so geil war, aber dann ist das jetzt mal so. Warum wolltest du nicht, dass die gezogen wird? Weil die stärker wird, wenn du eine Karte mit Kampfschrei spielst und wir haben noch keine Kampfschrei gespielt. Deswegen wäre es natürlich schlau, die lange auf der Hand zu halten. Ich habe nicht gesehen, was sie macht. Dann spielen wir, glaube ich, den Geisterstibitzer. Den können wir halt immer noch auf der Hand halten. Der wird halt immer heftiger und der halt für immer mehr. Ja, genau. Das ist natürlich, wenn er später dann einmal angreifen kann, könnte er theoretisch uns fast voll heilen. Genau. Das Angreifen kannst du lassen eigentlich, ne? Weil ich meine, du würdest nicht sterben. Aber er wird auf jeden Fall sein Jade-Golem reintraden müssen. Wenn du angreifst, deswegen würde ich das halt lassen. Naja, oder er muss einen Zauber spielen und das würde ich auch ganz gerne haben, dass er weniger Handkarten hat. Dann greif doch einfach an, weil dann tradet er rein und du hast auf jeden Fall schon mal den Golem raus. Ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt, Grünschnabel. Juhu, und wir bekommen eine Münze. Jetzt hast du ja auch eine Karte, die stärker wird mit deinen Münzen. Weshalb hast du die Münze bekommen? Ihr habt mir einen großen Gefallen. Der Geist, der Blitzer erhält, sorgt dafür, dass wir... Ja. Okay, der macht das. Ne? Ja. Weiß Bescheid. Glitzerstibitzer ist ein wunderschöner Name, finde ich. Ja, kann man spielen, warum nicht? Ja, und dann... Ja, mach das ruhig mal. Hattest du nicht eine Karte, die noch irgendwas macht, wenn du eine Münze hast? Nein. Ah, okay. Jetzt könnte man... Der wird jetzt gespielt. Willst du jetzt den Baron spielen? Nein. Warum ich die Münze? Ich möchte die Münze spielen und... Und den kannst du dann direkt noch das Board clearen, dass du den auf jeden Fall safe erstmal stehen hast. Ich meine, der kann dich zwar nur bis 30 hochheilen, auch wenn er dich jetzt in der Theorie, sag ich mal, hochheilen könnte bis 38. Ne? Mhm. Aber was hat er dagegen schon zu bieten jetzt? Ja, vielleicht. Hoffentlich hat er was, ne? Dann wird's sehr spannend bleiben. Er überlegt. Ein Spotter! Seid ihr auf der Gästeliste? Wie löst man das? Ich würde fast sagen, mit dem 5-5 den 4-3er killen, damit du den nicht traden musst. Ne? Der andere hält dann nämlich Angriff und dann kannst du theoretisch die 5 Schaden mit dem Gottesschild rausnehmen oder liegen lassen in dem Spott. Wir können ihn auch noch heilen. Ich weiß ja nicht, was. Du bist ja, hast du eh Spott liegen. Also Spott und Gottesschild. Also ich würde ihn halt gerne heilen, einfach für irgendwie einen AoE, der einen Schaden schon macht. Dadurch buffen wir außerdem dem ihn noch und. Genau, traden musst du da, glaube ich, nicht. Das sind nämlich letzten Endes 3 Angriffe, die du jetzt maximal machen musst. Oh la la. Bei Magic hätte das Life Leech geheißen. Oder gab's nicht sowas? Lifelink. Lifelink, stimmt. Mein Vampir-Deck hatte genau das, glaube ich, gemacht, ne, was mir immer zusammengestellt hat. Ja, ja. Da hatten irgendwie alle meine Kreaturen Lifelink und dann habe ich nur einmal angegriffen und hatte schon fast doppeltes Leben. Ihr seht schon, wir sind alle hier Leute, die auch schon ein bisschen Trading-Card-Game-Erfahrung haben vor Hearthstone. Besonders mit Yu-Gi-Oh! Und Pokémon. Ja, nein, ich hatte in meinem ersten Booster-Pack damals ein glitzerndes Bisaflor. Oh. Da war ich in der ersten Klasse. Oder in der zweiten. War das eine seltene Sache? Oder? Ja, also die hatte sonst keiner. Krass. Und irgendeiner aus der Schule hatte seinen Eltern hunderte D-Mark geklaut und wollte mir die Karte abkaufen. Aber in meinem jugendlichen,
In meiner jugendlichen Dummheit bin ich natürlich zur Schulleitung gegangen und hab das gepetzt, anstatt die 100 D-Mark zu nehmen, um mir 20 weitere Packs zu kaufen. Voll das Geschäft. Ja. Tö. Reicht nicht. Ich hatte insgesamt 11 Pokémon-Karten, die wurden mir alle geschenkt, weil das es waren entweder so Tränke oder ja, okay, die wollte keiner haben, die Energiekarten. Und ich wollte aber nie welche kaufen, dann sage ich, ja gut, aber wenn ich welche habe, die mir geschenkt werden, ist mir egal. Aber ich habe auch nie gespielt. Magic-Karten waren da dann doch irgendwie schöner, ne? Weil man damit auch wirklich vernünftig spielen konnte und so. Ja. So, jetzt wollen wir noch den dritten Anführer sehen. Ja, schade, dass man sich nicht aussuchen kann, mit wem man spielt. Ja. Ich würde sagen, wir geben einfach auf, wenn wir wieder eins. Ja, können wir machen. Ja, das machen wir so. Also und ich hätte gerne alle Emotes kennengelernt. Du hättest mal das Ups und das Wow noch machen müssen. Das habe ich doch eben gerade gemacht. Ah, okay, das habe ich dann nicht. Genau, unser Gegner ist also Kazakas. Genau den wir spielen wollen. Aber den sehen wir ja immerhin jetzt. Aber wir wollen doch schon selber spielen, oder nicht? Ach, passt schon. Wir sehen dann, was er macht. Nee, komm. Wir wollen ihn schon selber spielen. Schon? Ja. Da sind wir jetzt ja 2-1. Den Ups habt ihr ja heute mal. Ja, ansonsten wir wissen sonst immer nie, wie wir uns entscheiden sollen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sollen. Schon, würde ich euch vorstellen. Ja. Oder ihr ruft mich an. Ja. Machen wir das nächste Mal? Wir rufen dich jetzt immer an, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Genau. Wir oder anstatt das nur hochzuladen, könnte man natürlich auch im Stream das machen und dann per Abstimmung im Chat. Ja. Mit einer Liste vielleicht. Ja. Aber da könnte es ja Trolle geben im Chat. Trolle gibt es im Chat halt nicht. Machen wir das. Nein, es gibt keine Trolle im Internet. Nein. Nein, das Internet ist ein Ort, da gibt es nur liebe und nette Leute. Ja. Aber du hast eine 1 zu 3 Chance. Ja, deswegen wird das doch jetzt auch mal schnell was werden. Das kann ja nicht sein. Das wird schon gehen. Oh, ich habe über 1000 Gold, das ist auch schön. Das heißt, dafür könnte ich mir schon 10 Kartenpackungen kaufen von der neuen Erweiterung, wenn sie rauskommt. Hast du denn schon alle Abenteuer abgeschlossen? Die kosten ja auch jeweils 700, glaube ich, ne? Ja, natürlich habe ich die abgeschlossen. Kosten die 700 insgesamt oder pro Flügel? Pro Flügel kostet das 700 Gold. Das ist ja schon eine Menge, ne? Aber dann, wenn du die alle hast, dann kannst du jetzt natürlich direkt in Kartenpackungen gehen von Unguru nachher. Sag wenigstens vorher nochmal. Nein. Das ist alles deine Schuld. Ja, Basti, das ist alles deine Schuld. Ja, so lernen wir wenigstens auch die aufgebenden Mounts kennen, ne? Ich würde auch sagen, wenn wir am Ende gewinnen und Liesel haben, gehen wir einfach auf mit Kazakus, damit wir das Emote noch kennenlernen. Gewonnen haben wir ja schon, ne? Ich soll absichtlich verlieren? Wenn du Liesel hast. Diese Trolle im echten Leben. Gibt es auch ein Emote, wenn man gewinnt? Nee, es geht nur eins. Dann sagt er, glaube ich, das, was man sagt, wenn er grüßt, oder? Automatisch? Das müssen wir herausfinden, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, da haben wir es doch. Yay! Das heißt ja jetzt auch, dass wir gewinnen müssen, ne? Nein, nein. Mach die Golems bereit. Folg dem. Das sagst du, folg dem Ruf des Mannes. Also als Paladin sagt man, glaube ich, das mit der Gerechtigkeit nochmal auf. Aha. Ich finde alles. Das mit der Gerechtigkeit! Das mit der Gerechtigkeit, gebt auf! Punkt. Die Gerechtigkeit wird siegen, ist das, glaube ich. Was ist denn unsere Fähigkeit? Was ist denn unsere Fähigkeit? Trank brauchen. Einen zufälligen Trank. Was machen denn Tränke? Tränke kenne ich noch gar nicht. Die kann man trinken. Dann ist man nicht mehr durstig. Das ist eine neue Mechanik in dem Spiel. Okay. Es gibt jetzt einen Durstfaktor. Ja, okay. Ja. Und dann mit dem Durst füllt man praktisch leere Mana-Kristalle wieder auf. Trolle. Nein, erzähl mal. Trolle bei Aufnahmen. Sowas gibt es doch nicht. Vielleicht ist das ja ein Mana-Trank, der dein Mana wieder auffüllt. Also es gibt Tränke und darunter sind zum Beispiel sowas wie Drachenfeuertrank, der irgendwie allen Dienern bis auf Drachen 5 Schaden zufügt. Oder halt hier der Teufelsfeuertrank, denn in dem Fall allen Charakteren, wozu natürlich die Diener und dann jeweils die beiden Helden gehören. Ja. Und uns. Wir kriegen auch 5 Schaden. Ja. Oder auch das hier. Also eigentlich jede Karte, wo Trank draufsteht, oder ja, doch, wo Trank draufsteht im Namen, zählt halt als so ein Trank. Wühlerwiesel? Okay. Oh, der ist nervig. Was macht denn der? Die Frage ist, wenn er stirbt, dann kommt er bei uns ins Deck. Die Frage ist gerade, was wollen wir? Wollen wir ihn ausspielen? Dann, also er stirbt irgendwann. Ach so, das tun wir alle irgendwann. Wie viel hat er denn? Er hat 7. Also das heißt, er lebt schon ein paar Runden. Du könntest theoretisch das Wort zumindest damit klären. Was wäre die andere Alternative, der Verwandlungstrank? Die andere Alternative wäre, dass wir noch eine Karte ziehen. Mit deiner Fähigkeit. Mhm. Allerdings, wir haben genug Karten und. Ich würde sagen, du spielst den einfach aus Sicherheit. Nicht, dass er jetzt zu stark den Wortkontroll gewinnt. Die Macht verzehrt. Und dann hast du eventuell später keine Chance zurückzukommen.
Genau, das habe ich mir auch gerade überlegt. Card Advantage hast du theoretisch sowieso. Und mit den neuen Karten kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel anfangen. Wir gucken uns weiter Tränke an. Apropos, kann ich euch einen Trank bringen? Ja, sehr gerne. Was gibt es denn heute als Trank? Ich weiß nicht, ich kann euch ja überraschen. Oh cool, okay. Okay. Es wird mal wieder Zeit. Für die Leute, die das jetzt noch nicht kennen, irgendwie in jeder Aufnahme hier von Hearthstone, hat Christoph irgendwas zu trinken kreiert, nachdem ich ihn gebeten habe oder er selber auf die Idee kam. So, dann lass uns mal gucken, wie wir ihn jetzt mal so richtig kaputt machen können. Was macht Genzo denn? Jedes Mal, wenn dieser Spieler angreift, ziehen beide Spieler Karten, bis sie drei haben. Das bringt uns nichts. Das wird uns jetzt bringen, wenn wir keine Karten mehr haben. Ja, wir würden ja ihn ja eher ihn pushen, eher, weil er weniger Karten hat als wir. Genau, was ist denn der ganz rechts, der Seelen irgendwas? Die haben keinen weiteren Murloc. Okay, und die anderen beiden Vierer in der Mitte? Ich würde ihn spielen. Genau, richtig. Das ist der einzige, dessen Value praktisch jetzt voll ausgeschöpft werden kann. Ja. Und was ist das Todesrechnen von dem Linken? Das heilt uns um 4 und ihn auch. Und ich würde das schon ganz gerne machen. Ja, weil ihn das nicht heilt und uns auch nicht. Genau. So, ich schätze. Damit ist unser Tod. Weil er zum Anfang des Zuges das macht, ne? Mhm. Ich schätze es ja eigentlich so ein, dass man ab Turn 4 als Aya eigentlich die Golem-Baufähigkeit nutzen sollte. Ob er das auch weiß, kann ich natürlich nicht beantworten, aber ich würde jetzt mal sehen, dass wir irgendwie den nochmal loswerden, weil der auch Windfury hat. Das heißt, er könnte sehr unangenehm werden. Hast du einen Trank oder irgendwas, mit dem wir den direkt klären könnten? Leider nein. Was wir machen könnten, wäre natürlich, dass wir ihn. Denn das wäre. Könnte er natürlich traden. Genau. Aber wir können einmal. Also wir könnten ihn auf jeden Fall runterbringen auf 2 Leben und dann könnte er es halt nicht mehr damit removen. Ja. Ich halte das für sinnvoll, weil wir dann halt auch noch Münzen bekommen. Das macht Sinn. Ja. Dann kannst du den auf jeden Fall nächste Runde loswerden. Ja, unsere Karten kosten ja auch relativ viel Mana, von daher ist das auch gar nicht und schlecht. Und du weißt ja nicht, ob er jetzt die Helden-Ability used nachher, die Hero-Ability. Das würde ihn natürlich jetzt erstmal nicht viel bringen, weil er ja noch keine Yadrim-Golems draußen hatte. Andererseits kostet ihn das halt auch erstmal Mana. Das Schöne an der Fähigkeit ist halt, sie wird jedes Mal stärker. Am Anfang ist sie halt schwach und spätestens nach dem 4., 5. Mal ruft sie halt einfach einen 4-4er oder 5-5er genau, dabei. Und das ist halt, der nachher übertrifft sie einfach an Value die Kosten, die sie natürlich hat. Und die Sache ist, wenn er erstmal anfangen würde, das zu spielen, hättest du halt im Anfangsstadium nochmal, sag ich mal, Zeit, jetzt aufzuholen. Weil momentan sehe ich uns doch noch im Nachteil. Ja. Das würde ich tatsächlich nicht. Das könntest du tatsächlich spielen. Dann hast du das Board geklärt, hast du selber noch was und hast ihm auch noch Schaden zugefügt. Ich glaube, ich möchte das tun, einfach weil ich Angst habe vor Finja, dass da irgendwie Murlocs rauskommen, die ich nicht mag. Genau. Das muss nicht unbedingt sein, denn so kann man den auf jeden Fall spielen. Wir sind jetzt nur noch 3 im Unterschied vom Livepool her. Mhm. Und wir haben den Vorteil, dass wir jetzt eine Kreatur abhaben. Und wenn er jetzt keinen Ansturm hat, haben wir halt auch die Möglichkeit, jetzt praktisch das Board zu diktieren, was gegen was getradet wird. Das ist natürlich jetzt schlecht für uns. Aber das ist okay. Das ist okay, weil du relativ leicht das wieder los wirst. Noch ist es nicht stark und du hast jetzt auch Chance, das halt wieder aufzuholen. Ne? Was ist denn das für eine Karte? Zieht jedes Mal eine Karte, wenn dieser Diener einen Diener angreift und überlebt. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Andererseits würde ich die nicht jetzt spielen, weil wir viele Karten auf der Hand haben und nicht viele brauchen. Aber wir haben hier eigentlich nichts, was stark ist, ne? Was ist denn das mit dem Kampfschrei gewesen nochmal? Und Murlocs haben wir auch keine weiteren, ne? Mhm. Also, Tränke brauchen wir nicht. Was ich überlege, wir können ja Tränke immer wieder herstellen, dass wir hiermit den übernehmen. Genau. Traden. Ja. Und dazu dann entweder einen Trank kreieren oder einen Aufziehbanditen spielen. Spiel doch erstmal den Trank und dann gucken wir gleich nochmal aus der Situation heraus. Mach das nochmal, bevor wir die Zeit nehmen. Dann ist der auf jeden Fall. Ja. So. Wiesel hast du schon mal gesagt. Und halt. Ja, ich glaube, Wiesel. Und dann einfach einen Trank, und einen Trank. Man halt wieder Optionen hat. Ein Schrumpftrank. -3 Angriff auf allen Dienern, das ist richtig? Allen feindlichen Dienern.
Das ist ja sehr, sehr gut, wenn man clearen möchte. Ja, genau. Also das heißt jetzt, theoretisch könnten wir uns jetzt erstmal wieder unsere Diener auf unserer Seite parat stellen. Und wenn wir dann halt das Board clearen möchten, können wir das ohne große eigene Verluste tun. Daher hat jetzt ja auch noch keinen Diener mit über 3 Angriffen. Da hat er uns natürlich einen Gefallen getan. Nee, eher nicht. Weil er jetzt die Tränke bekommt, richtig? Ja. Ja, okay. Das ist ja doof. Okay, das heißt, wir sollten möglichst erstmal keine Tränke spielen. Können wir den Diener irgendwie Angriff verleihen? Ich sehe es gerade nicht. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach anfangen, dass wir jetzt... Was haben wir denn ganz rechts gerade bekommen? Naja, das bringt uns jetzt ja nichts. Jetzt wird es sehr, sehr schwierig. Vielleicht einen Trank kreieren und hoffen, dass es Gutes wird? Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Bitte. Aber es reicht halt nicht. Es reicht nicht aus. Er kann ihn ja auch nochmal einsetzen dann. Vielleicht ist er so schlau. Wollen wir darauf wetten? Ja, lass mal drauf wetten. Okay. Nee, ich möchte lieber was auf dem Board haben. Das kannst du nicht diesen Verwandlungstrank? Was macht denn der? Ganz links. Naja, das ist halt ein Geheimnis. Das heißt, der Gegner bekommt den auf jeden Fall. Deswegen. Ah, okay. Andererseits könntest du dann auch... Nein, wir spielen jetzt den Großen. Okay. Und den Strumpfstrahler. So, ich dachte mir, es ist Erkältungszeit. Tore ist verkatert. Deswegen habe ich eine Gemüsebrühe gemacht. Dankeschön, Christoph. Bitteschön. Ist gesund. Junge. Ohne Fleischklößen. Ist ja auch ohne für Tora als Vegetarier. Ich bin auch Vegetarier. Ach, ihr seid beide Vegetarier. Ja, ja, ja. Okay, dann hast du wahrscheinlich... Deswegen haben wir beide eine so unangenehme lecker. Hautfarbe. Ja. Ist die Hautfarbe durch den Fleischkonsum bedingt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt eher daran, ob du viel Zeit vorm PC verbringst oder nicht. Das ist die blaue Monitor. Ja. Strahlung, die tut sehr gut. Spielst du immer noch das gleiche Spiel? Ja, und das sieht ja, sehr ist gut nicht, aus. Ist nicht so leicht. Ups. Wir hatten sehr, sehr viel Pech mit unserem RNG, muss ich tatsächlich zugeben. Also, wir haben jetzt einen zufälligen Diener bekommen und haben dann den Cho bekommen, der natürlich jeden unserer Zauber auch unserem Gegner geben würde. Von daher können wir so gut wie keinen mehr einsetzen. Das ist jetzt natürlich sehr gut, in dem Fall, weil wir das Board clearen können, dann auch noch was spielen können und unseren Cho... Aber er kriegt den auch, oder? Den Zauber vorher. Das heißt... Ja. Und wir können nichts weiter spielen. Ah, okay. Dann hat er schon den Namen. Na, immerhin... Es ist halt jetzt gleich auf, aber er hat halt jetzt als erstes, ne? Er ist halt am Zug, ja. Langsam wird's aber ekelhaft. Ja, das stimmt. Vor allem, weil seine Golems jetzt natürlich sehr stark werden. Was haben wir da denn gezogen? Die Maus hakt, Christoph. Oh nein! Das liegt daran, dass die wahrscheinlich so weit vom Empfänger weg ist. Oder dass ich direkt im Empfänger sitze. Ich habe gerade mein Bein über dem Empfänger gehabt, deswegen, das ist wahrscheinlich das Problem. Du kannst sie wieder nach rechts bewegen, Tore. Ich glaube, es sollte wieder gehen. Besser? Ja, also wir könnten was clearen. Ja, mach das bitte. Das wird sonst zu eng. Es ist zufällig, aber, ne? Das ergibt vor allem keinen Sinn. Also wir brauchen den Verwandlungstrank für das nächste, was ausgespielt wird, glaube ich. Kannst du dich dann jetzt ein noch nicht mit dem Bomber. Ich könnte das halt machen, aber das würde uns dann auch wieder 5 Schaden. Das würde dich töten, theoretisch, weil er auch nochmal diese Ability hat. Ich glaube, ich halte es für sinnvoller. Du würdest 10 Schaden dadurch bekommen, letztendlich. Ich halte es für sinnvoller, so etwas zu spielen. Du bist aber tot, er hat Liesel jetzt. Weil er unseren Trank hat. Den 5er. Das ist ja doof. Aber der macht nochmal schnell Emotions. Ja, ja. Komm, jetzt alle. Nee, wow, und ups. Welche überwältigende Wahrheit. Ups, ups, mach noch ups. Hallöchen. Eine Fehlentscheidung. Warte, noch Drohnen. Wie lieb von dir, danke. Die Maus, die Maus. Nein. Schon vorbei? Warum geht nicht mehr? Na, weil man kann nicht so viele Emotions hintereinander senden, um die Gegner nicht zu nerven. Ja. Ich allein herrsche über Gott. Oh, ich glaube, das werden wir bereuen, dass wir das gesagt haben. Ich spüre großes. Christoph, mir schmeckt die Brühe sehr, sehr gut. Ist er denn dumm? Er hat doch Liesel. Ja. Er kostet ja nur 5. Oder? Ja, es kann er sie nicht mehr. Er hat Liesel gemisst.
Jetzt können wir doch noch irgendwie ihn verspotten, oder? Das ist, wie sagt man dazu? Dumm. Lass uns mal nach einem Trank suchen, weil wir könnten auch den großen Heiltrank ziehen. Ja. Und das wären 12 Leben. Ha! Ist es? Never ending story. Tore ist auch Hellseher, nebenberuflich. Das bekommt man hier zu sehen. Das ist ein reines Wunschkonzert, was sich hier heute veranstaltet. Tore ist gleichzeitig Hellseher und Schwarzmaler. Das ist keine gute Kombination. Ja. Zumindest würde ich zu einem anderen Hellseher gehen. Alles, was er in der Zukunft sieht, ist ziemlich düster. Nennt man das nicht einfach nur Pessimist? Stimmt. Aber man kann nur positiv überrascht werden dann. Toll! Siehst du, und jetzt ärgert er sich. Jetzt denkt er sich, Kacke, was habe ich da eigentlich gemacht? Vielleicht denkt er sich, aber er hat ein starkes Schaf. Jetzt müsste er als nächste Karte den Trank eigentlich spielen, um uns noch zu helfen. Wir könnten einfach mal ein 5 Mana. Wir kriegen eine Karte, ne? Ja, wir haben keine Karte. Doch, das heißt, wir kriegen uns einen 5er. Die ist cool, die Karte. Reicht das, 4 Schaden? Naja. Und zeig mal bitte. Ruft ein, erhaltet 7 Rüstung. 4 Schaden ist doch gar nicht bad, oder? Zeig nochmal. Das. Ah, fuck. Okay. Ein bisschen zu bad. Ich aber hast du nicht noch den Zweiertrank, der allen 2 zufügt? Den kann ich aber erst nächste Runde spielen. Ja, das heißt auf jeden Fall. Den kannst du mindestens die 3-3 noch. Ja, kommt hier, prügeln wir weg, ne? Und verursacht 5 Schaden. Ja, dann kannst du noch 2. Zwei befreundete Diener hervor. Die sind ja auch nicht schlecht. Also aber was ist denn hier gestorben von uns, was wirklich toll war? Nichts. War ja, alles toll. Deswegen nehmen wir 5 Schaden. Ja, dann kannst du ihn theoretisch nachher besiegen. Dann würde ich jetzt erstmal die Diener clearen. Nein, das ist doof. Erstmal musst du die Diener. Achso, das macht Sinn. Du könntest aber auch mehrere clearen auf einmal. Ja, eben. Mach nimm doch 4 Schaden. Nimm doch den 5er raus und dann. Ja, oder wenn er. Nein. Ich spiele doch so oder so nächste Runde diesen Trank. Ja, aber jetzt kriegst du noch einmal 5 Schaden rein. Die hättest du jetzt nicht bekommen. Sonst. Pa! Humbug. Humbug. Na, jetzt kann er nochmal 5 Schaden machen und vielleicht hat er noch was anderes. Ja, jetzt bist du raus. Schade. Wenn du 5 Schaden weniger bekommst, bist du dann vielleicht nicht. Es gibt gar keine. So ein Lappen. Dann hätten wir ihn besiegen müssen. Weil der ja dann was sagt. Guck mal, die andere sagt doch auch, das ist alles deine Schuld und so. Warum sagt der denn nichts, wenn er stirbt? Ach, weil du nicht aufgegeben hast. Hättest du. Ah. Verpasst. Musst du noch mal auf. Gut, die Frage ist. Du kannst nicht mehr spielen, ja? Ja, ich habe entzaubert. Die Frage ist: Wollen wir jetzt ein bisschen was auf der Ladder machen? Oder habt ihr Bock auf Arena? Aber Arena ist natürlich toll, weil Basti hier ist. Und ich weiß, dass Basti ein gar nicht so schlechter Arena-Spieler war. Ich selber bin nicht so ein toller. Naja, eine halbe Stunde Arena. Halbe Stunde Arena. Das reicht nicht für 12-0. Dann machen wir das nächste Mühe. Mal weiter, man kann sie ja übertragen. Ich glaube, mein Bestes war 12-2, aber auch. Ich habe nie niedriger 12er geschafft. Und sonst immer so zwischen 6 und 8 eigentlich. So. Krass. Ja. Gul'dan? Nein. Ist. Also. Nein! Deswegen habe ich das nie geschafft, bis 12 zu kommen. Ich würde sagen, Malfurion. Aber ehrlich gesagt, ich kenne das aktuelle Meta nicht. So. Das ist halt, ich weiß, dass früher mal früher stärker war als Krieger und Hexenmeister. Also nach dem Value gesehen, würde ich den Glitzerstibitzer nehmen. Zwielichtbeschwörer für 4 halte ich für zu langsam. Naturgewalt kann man nehmen. Naturgewalt könntest du halt nehmen, wenn du schon 20 Karten hast und weißt, worauf du dich einlässt. Andererseits ist es halt 6-6 sozusagen für 5, ne? Ist also auch vom Value nicht schlecht. Ist eine der stärkeren Druidenkarten auf jeden Fall, aber die wird hauptsächlich auch dadurch stark, dass Druiden ja viele Buffs haben. Hm. Noch haben wir das nicht. Und ich glaube trotz. Also ich würde es glaube ich trotzdem spielen. Ich vertraue dir damit. Cool. Übernehm mal das Lenkrad, genau. Das ist auf jeden Fall der Ante-Golem. Ja, der Idol. Das ist eine Backup-Strategie, auf jeden Fall. Einmal kann man die auf jeden Fall nehmen. Weil, falls also, wir. Der in der Mitte lohnt sich auf gar keinen Fall. Kampfstrategie, ein Diener auf den. Wild. Also, ja, das Yadi-Duel, denke ich, ist nicht schlecht. Vor allen Dingen hat Druiden halt viele solche Karten, die man irgendwie einfach spielt und dann nur irgendwas machen, was man eigentlich erstmal gar nicht merkt.
Die Karte rechts kenne ich noch nicht. Kampf, achso, doch sollte ich kennen. Kampf stellt bei jedem Helden. Relativ stark finde ich aber auch den Champion von Stormwind. Ich würde entweder die linke oder die rechte halt nehmen, dann auf jeden Fall. Also ich würde... Ich glaube einfach... Abraten vom Champion, einfach weil wir halt noch gar keinen... Wir haben halt noch keine High-Cost-Karte und haben. Ich würde dann auch tatsächlich zu diesem Imbissbuden-Tuska tendieren. Außerdem ist das eine goldene Karte. Erstens, genau, einfach sieht, so ein bisschen. Genau, das ist auch... Dann nennen wir jetzt auch die ganz längste. Ja, auch zeigen, was wir haben. Aus ästhetischen Gründen spielen, ist auch schön. Ja, während des Zuges ist euer Held immun, ist nicht schlecht mit der Druidenfähigkeit vereint. Auch wenn man natürlich immer Rüstung bekommt, aber die Rüstung nimmt man dann auch wieder mit in die nächste Runde. Und man kann halt immer einer schnell clearen oder wenn man mit einem Dreier, einen Vierer angreift, noch den letzten Schaden machen. Finde ich gar nicht schlecht. Rechts vom Value würde ich sagen, es müsste eine 2-3er sein, damit sie sich wirklich lohnt. Aber wir haben noch keine 2er-Karte, ist das auch eine Überlegung wert. Links verleiht einen befreundeten Wildtier plus 3. Auch wenn es eine goldene Karte ist, wir haben keine Wildtiere. Ich würde sagen, wir nehmen die violette Illusionistin. Ich halt, finde die Fähigkeit tatsächlich nicht so schlecht. Stellt 2 Leben her. Das stimmt, aber überlege mal. Alleine schon 4-3 für 3 würde ich schon nehmen ohne Effekt. Weil das eigentlich einen relativ hohen Value hat. Und gerade mit der Druidenfähigkeit kann ich mir vorstellen, dass man die relativ gut einsetzen kann. Gerade in Arena, wenn du halt viele Trades machst, die du sonst so nie machen würdest. Das ist der Alpha. Definitiv Alpha. Ich kenne den Apotheker nicht, Kampfschrei. Der heilt nur, brauchen wir nicht. Also ist auch sehr teuer, wir haben noch wenige Zweierkarten. Der Lanzenträger ist, glaube ich, auch nicht so stark. Wollen wir einen Jade-Golem haben? Du hast jetzt ja schon was dafür. Ist doch. Ich bin dafür, wir gehen auf Jade-Golems. Zauberschaden macht keinen Sinn, Ansturm ist in Arena Quatsch. Viel zu teuer. Gottesschild, der hier Scharlachrote Fanatiker ist auf jeden Fall immer früh richtig gut gewesen. 4-4 vertauscht Leben und Angriff kann ich mir stark vorstellen. Aber Druiden haben so viele starke Viererkarten, wenn ich mich recht entsinne. Macht es, glaube ich, Sinn, eher auf den Dreier zu gehen. Ich würde nicht auf den Dreier gehen. Wieso? Also, weil es so viele AOE-Effekte gibt in der Arena, dass es halt ganz, ganz schnell durch ist. Es ist halt trotzdem, es ist halt ein 2-1. Also ich fand ihn immer relativ stark. Vor allen Dingen... Du hast auch sehr, sehr viele High-Health-Creatures eigentlich als Druide. Und dann eine dazwischen zu haben... Der Chemiker auf der anderen Seite ist ja sehr situativ, oder? Also du kannst ihn nicht immer unbedingt... Ja, du kannst ihn halt nutzen, um anderen, sage ich mal, im Angriff zu schwächen. Ja, ja. Oder halt aber sehr, sehr hoch im Angriff zu machen, aber niedrig im Leben, dass du ihn mit einer schwachen clearen kannst. Oder? Aber es muss halt in einer bestimmten Situation gespielt werden, während du das andere vielleicht immer spielen kannst. Richtig. Oder meistens spielen kannst. Genau, früher war ja der Ingenieur-Sailing auch sehr, sehr stark, aber die haben den auf eine 1-1 genervt, deswegen würde ich davon abraten. Und die beiden Druidenkarten sind natürlich hier sehr stark, ne? Also. Ich bin für Sternfeuer, weil Karte 10 und Schaden, also als Removal halt finde ich gut. Und außerdem ist sie golden. Genau, darum geht's ja. Hier würde ich den gesichtslosen Manipulator raten, auch wenn ich die anderen beiden nicht kenne, aber der ist immer stark. Erhält, blablabla, +2/+2, wenn ihr einen Diener misst. Für 3, als Dreier, finde ich das nicht du schlecht. Du hast halt, man muss mal gucken, was man schon als Fünfer hat. Sternregen ist natürlich ein richtig starker Clear, ne? Weil du hast halt einen AOE-Clear mit 2 Schaden oder halt einen Single-Clear mit 5. Finde ich nicht schlecht. Und sie wäre golden. Darum geht es ja letzten Endes, dann würde ich die nehmen. Also Gold ist hier, heute also groß, wird heute groß geschrieben. Letztendlich ist tatsächlich die Frage, schaffen wir das noch? Also wir haben bisher keine einzige Kreatur, die jetzt schon 5 Angriffe hat. Und ja. Die Chance ist natürlich groß, einen zu bekommen. Man könnte auch eine denn auf jeden Fall nehmen. Aber ich finde, der Sternregen lässt sich einfach... Du hast ihn auf der Hand und du kannst ihn einsetzen. Bei der Träumerin ist es halt so, du musst halt darauf angewiesen sein, eine Fünferkreatur zu haben. Damit aber als Dreier wäre sie doch auch... Ja. Wir haben halt auch schon... Guck mal, Erntegolem ist eine der stärksten Dreier überhaupt. Und die anderen beiden finde ich auch nicht wirklich schlecht. Jetzt wird's interessant. Den Aufziehmanditen hatten wir ja gerade. Den kenne ich halt noch nicht so. Ich bin für einen Frostriesen. Gerade weil die Druidenfähigkeit ja auch wirklich eine ist, die man häufig spielt, sehr, sehr stark ist, macht es Sinn. Da sind die Nordmeer-Krake. Oder die Wilde Wut. Die Wilde Wut... Nö. Nö. Das wird jetzt unterlegt. Außerdem ist sie golden. Das ist noch ein Jade-Ding. Jade. Und das ist auch eine starke. Ja, der Lepra-Knoten wurde genervt, sehe ich gerade. Okay. Wir müssen sehen, dass wir 2er und 3er hinkriegen. Du hast gesagt, die linke ist stark und das macht Erhalt. Wir haben keinen Drachen. Also, ist das eindeutig. Wir haben immer noch keinen Drachen. Brauchen wir auch nicht. Ich würde... Moment. Haben wir ein Wildtier? Ich würde sonst den 5er einfach vom Value her nehmen, weil wir sonst zu teuer werden. Nö. Bisher nicht, nö.
Doch, der Terrorwolf. Ja, mein Gott. Also noch ein Manipulator ist nicht drin. Das ist Quatsch. Man hat in der Arena nie 6 Karten auf der Hand. Also würde die Alternative das sein. Aber die Frage ist, ist das wirklich so stark? Weil er kann halt in der Gegenrunde immer leicht geklärt werden. Ist nur im Offensiven gut. Und wir haben zum Beispiel Nordmeerkraken und Frostriesen. Wenn man den nochmal kopieren könnte oder einen anderen, fände ich tatsächlich den Manipulator nochmal nicht schlecht. Vor allen Dingen weißt du in Arena nie, wann du den ziehst. Also ihn zweimal zu haben, ist glaube ich nicht so verkehrt. Wichtig ist, dass wir ihn nicht zweimal auf der Hand haben. Und das ist... Wir werden ihn auf jeden Fall mulligen. Also. Alles klar. Wir haben keine Waffe. Also finde ich links, nicht rechts. Wir haben keine Waffe. Wir haben noch keinen Silence. Von daher, ich finde den Zauberbrecher. Ja. Wir brauchen halt echt jetzt langsam mal Zweier und Dreier. Rabengötze, definitiv. Weil wir eine situative Karte, weil du halt einfach einen Diener oder einen Zauber dir holen kannst. Okay, und das ist gut, weil wir auch noch nicht sehr variabel sind. Unser Deck ist ziemlich, ziemlich teuer. Wir müssen sehen, dass wir runterkommen. Aber der Einser wird es nicht bringen. Wir brauchen Zweier und Dreier. Ich glaube, der Vierer ist ganz okay, wenn ich mir das angucke. Wir haben schon viel Kampfschrei, das sehe ich auch so, ja. Dann lass uns den Vierer nehmen. Dann lass uns doch jetzt mal... Ist die Hausspinne gut? Die kenne ich nicht. Ich halte sie nicht für allzu stark. Also sie wird gespielt und so. Und sie ist auch ein Wildtier, aber... Dann lass uns bitte die Macht der Wildnis nehmen, weil damit haben wir die... theoretische Chance, das ganze Feld zu buffen oder halt früh ein passable, sag ich mal, Zweier-Kreatur zu spielen. Dann nehmen wir es nochmal. Die violette Illusionistin haben wir ja schon. Wir haben... Habt ihr die genommen? Ich dachte, ihr habt sie nicht genommen. Nein, wir haben sie genommen. Ah ja, stimmt. Ich glaube aber trotzdem, einmal reicht die. Weil wenn man sie zweimal hat, dupliziert sich der Effekt natürlich nicht. Andersrum, zweimal macht der Wildnis, kannst du halt trotzdem spielen. Druide der Klaue. Das ist ein Safe-Pick eigentlich. Und er ist golden. Jadegeist auf jeden Fall, weil wir Jadegolem spielen wollen. Okay, und Vierer ist eigentlich nicht verkehrt, sondern ich glaube, die silberne Regentin. Das würde ich auch nehmen, definitiv. Stark, weil wir auch eine starke, wie gesagt, Hero-Ability haben. Hier ist jetzt die Frage, nimm wir ein haben, zweites Sternfeuer. Ja, weil wir kein Removal haben. Ansonsten. Okay. Also wir haben außer Sternregen haben wir nichts an dann Removal. Dann nehmen wir das zweite, genau. Würde ich gerne als Late-Game-Karte noch nehmen. Wir haben echt sehr, sehr starke Late-Game-Karten. Macht es nicht Sinn, Dreier zu nehmen, 2-4 Spot? Finde ich nicht übertrieben stark. Oder halt den Akolyten, weil wir haben noch keinen Draw. Wenig. Ja. Und du kannst ihn buffen als Druide. Oh, ist die Might denn nicht ziemlich gut in Kombination mit den anderen Karten, die du so hast? Mit der Heldfähigkeit? Das ist tatsächlich nicht schlecht. Andererseits ist der Armani-Berserker halt auch sehr, sehr stark. Und das mit den Drachen brauchen wir wirklich nicht. Giorgio Armani-Berserker. Ich trage nur Deutsche und Cabana-Taschen. Also, ich bin mir da unsicher. Also ich halte sie nicht für stark. Dann lass uns den Armani nehmen, weil wir auch noch kein gutes... Jetzt haben wir eine ganz passable Mana-Curve eigentlich. Da bin ich für die Streiterin. Wenn sie überlebt, dann... Ach so, ja, die kenne ich. Die ist gut. Und der Hüter des Feinds ist auch ein Safe-Pick. Und das kenne ich tatsächlich noch nicht. Der wurde genervt. Warum? Ach, der war vorher 2-4, sehe ich gerade. Ja. Kampfschrei verleiht befreundeten Wildtier. Nee. Wir haben zu wenige Wildtiere. Das ist trotzdem stark. Es ist ein zweites Silence und es ist es ist trotzdem 2 Schaden. Ne? Ja, ich gucke gerade noch durch. Gibt es irgendwas? Nein. Na gut. Wir könnten natürlich auch den zweitklassigen Schläger nehmen. Das ist wieder sehr situativ, aber auch bei dem Hüter wäre es relativ situativ. Alles klar, ich habe verstanden, was mir hier gesagt wird. War nur meine Idee gerade. Ich habe keine Ahnung davon. Auf meinen Rat solltest du lieber nicht hören. Also jetzt müssen wir uns einigermaßen merken, was wir haben, oder wir spielen über Wild drauf los. Wir spielen einfach Wild drauf los. Wir haben das ja schon alles gerade ausführlich diskutiert, von daher. Zusammen werden wir das doch irgendwie hinkriegen, was wir so im Deck ungefähr haben. Man darf natürlich in der Arena nie darauf spielen, wenn man weiß, okay, ich habe die und die Karte noch im Deck. Die könnte ja noch kommen. Das wird halt in der Arena leider nie passieren. So, Christoph? Na? Möchtest du spielen? Ich soll spielen? Ja, ihr sagt mir ja am Ende sowieso, was ich zu tun habe, weil ihr viel mehr Ahnung habt. Ich würde alles wegwerfen. Ja, mir brauchst unbedingt eine Zweier. Ja. Auch wenn der Druide sehr stark ist, aber der kann wiederkommen, auch wenn er gut ist.
Jetzt haben wir zumindest eine Dreier. Wir haben eine starke Late-Game-Karte, die... Zwei Goldene hätten wir jetzt den Druiden behalten, hätten wir drei Goldene auf der Hand. Das wäre natürlich schon ein safer Win eigentlich. Das ist ziemlich gut, ja. Das wäre so beeindruckend. Zumindest hätten wir dann gute Stilpunkte. Ja. Das ist aber auch neu, dass sie jetzt irgendwie goldene Karten in der Arena haben. Also, dass du, ja, dass du die dann bekommst, wenn du die halt als goldene Karten hast. Jetzt gerade erst neu, oder? Das ist die erste Arena, bei der ich das sehe, ja. Ah, okay. Ich kenne das auch nicht. Das war vielleicht vorhin tatsächlich in dem Patch, den wir mit runtergeladen haben, bevor wir gestartet haben. Wo wir uns nichts durchgelesen haben. Ja, tatsächlich. Gab es bei jeder Auswahl eine goldene dazwischen? Nein. Man könnte theoretisch immer die goldene nehmen. Ja, das wäre natürlich cool. Ich schätze wirklich, dass es ist, wie Tore sagt, dass er die auch in Gold hat. Ja, also ich habe die alle daher in Gold, das weiß ich. Das ist nicht sinnreich, oder? Jetzt schon? Ich hätte eher einfach die Hero-Ability gespielt. Du kannst die Hero-Ability theoretisch spielen. Er hat ja noch nichts auf dem Board, deswegen sind wir nicht so unbedingt im Zwang. Ja. Und eben, wir gewinnen dadurch haben halt ein Plus 2, ne? Also er hat halt minus 1, wir haben plus 1. Andererseits weiß ich nicht, wie schnell er den removen kann. Also ich glaube schon, dass die Hero-Ability der Sinn macht. Was sagst du, Tora? Das ist eine Karte weniger halt. Und wir brauchen halt, wir haben halt wenig noch eine Karte. Aber es geht halt ums Board eigentlich. Ne? Sind wir ein Deck, das Aggro spielt oder eher probiert, passiv zu kontrollieren? Also wir spielen eigentlich, ich glaube, wir spielen passiv, weil wir haben... Wir sind passiv-aggressiv, ja. Dann macht die Hero-Ability und dann... Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, wir sind passiv, bis wir die mit der Jade überrennen oder bis wir die einfach stark downgetradet haben. Mhm. Ja. Ich bin recht froh, dass wir ein paar Jade-Sachen haben, weil wir dadurch, glaube ich, bis zu 5-5 oder so hochgehen können mit den Jade-Golems. Ja. Und zur Not, falls es wirklich ein Control-Match werden sollte, dann hat man halt, ist man hinten raus noch stark nachher. Was? Das okay. Ist jetzt nicht schlimm, wir haben ja diese Runde, den wir spielen können, den könnte er wegtraden. Dann verlieren wir zwar... Ja. Die Ability, du könntest andererseits auch die Macht der Wildnis spielen. Das ist ja eine 3-2, die würde sich halt wegtraden. Genau, ich glaube, das ist schwächer. Das fände ich in dem Fall besser. Ich glaube, für Immunität können wir an anderer Stelle noch besser gebrauchen. Ich glaube nicht, dass wir diese Immunität brauchen. Aber dann traden wir halt eine 4-3er anstatt einer 3-2er. Es sei denn, er kann die anders clearen und dann braucht er eine weitere Karte dafür. Jetzt meine Idee. Und wann brauchen wir das +1/+1? Wir werden nie viele Diener haben. Haben wir dann eine 4er? Auf der Hand, dann würde ich tatsächlich den Dreier spielen, weil du nächste Runde zwei, also die Helden-Ability wieder spielen kannst und dann eine Zweier theoretisch. Hm. Und vielleicht hat Tore recht, dass wir die Immunity diese Runde... Obwohl, die Immunity ist halt... Hunter haben doch viele Einser-Kreaturen, oder? Nein, das würde ich so nicht mehr sehen. Das okay, schon. Das ist wahrscheinlich aus der Face-Hunter-Zeit und es ist Arena. Dann spielt die Dreier. Ja, okay. Ich meine, ich finde es gut, dass wir darüber geredet haben. Jetzt wird es ja Zeit mit der Schnur, ne? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ach, während unseres Zuges sind wir immun. Richtig, das heißt... Ich dachte, wir können jetzt keinen Schaden bekommen, bis die tot ist. Nein, das ist leider nicht so. Aber was halt gut ist, wir könnten jetzt, wenn der jetzt eine 4-1 hätte, mit unserem Helden angreifen, kann ohne Schaden. Ja. Und wie du siehst, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so blöd, die Hero-Ability zu spielen und erstmal anzugreifen, um rauszufinden, was ist das für eine Falle. Ja, das will ich auch tun. Wenn es jetzt, ich weiß nicht, was er theoretisch haben könnte. Okay, also jetzt könnte es sein, dass du, wenn du mit deinem Diener angreifst, das macht auch Sinn, jetzt erst anzugreifen, ne? Weil es könnte Misdirect sein, dann würdest du stattdessen uns angreifen und uns würde es keinen Schaden verursachen. Okay. Also würde ich erst versuchen zu klären. Ich glaube eher, dass es Katze aus dem Hut ist. Also, dass wenn ein Zauber von uns gespielt wird, dass dann ein 4-2er Stealth Hunter kommt. Soll ich denn also erstmal probieren, das zu machen? Andererseits, es kann ja auf jeden Fall nicht mehr dieses Flame-Ding sein, das den töten würde. Es könnte aber Misdirect sein und damit würden wir uns eventuell selber hauen, deswegen würde ich erst angreifen. Ich würde auf jeden Fall den Helden angreifen und ich würde Macht der Wildnis spielen. Okay, jetzt haben wir schon vieles ausgegrenzt, dann lass uns doch einfach so den Zug beenden. Wir sind jetzt nicht wirklich im Nachteil. Ja. Nächste Runde können wir eine Sportkreatur theoretisch spielen. Ja, genau. Und die hat nämlich halt, es gibt ja dieses, dass sie direkt 4 Schaden kassiert. Und der hat ja 6 Leben, ne? Unsere Droide der Klaue. Guck mal, er hat schon selbst geklärt. Das kommt uns ja nur zugute. Wird er jede Runde stärker? Ja, wenn wir eine Karte ziehen. Aber wir haben nächste Runde Sternfeuer. Das heißt, wir könnten das klären. Er handelt sich und er hält Ansturm. Ich würde sagen, Spott. Dann ist es auf jeden Fall erstmal ein safer Pick. Es kann nämlich sein, dass er 4 Schaden kassiert, wenn wir ihn spielen durch seine Falle. Wir könnten dann zwar klären, aber es bringt uns nichts. Ja. Dann machen wir die Bärengestalt. Mein Bauchgefühl sagt das gleich. Und jetzt, was kann es denn jetzt noch als Falle sein?
Das kann als Falle diese Katze aus dem Hut sein. Wenn du einen Diener angreifst, funktioniert das aber nur. Nee, das triggert, wenn du einen Zauber spielst. Wenn wir einen Zauber spielen, dann kommt die Katze aus dem Hut raus. Und dann kriegt er eine verborgene Hunterkarte. Genau. Das wäre ja nicht schlimm, weil wir eine Sportkarte liegen haben. Genau. Also bringt ihm die erstmal nichts. Genau. Das denke ich auch. Außerdem haben wir dort halt nicht das Problem wie eben gerade, wenn wir noch Macht der Wildnis gespielt hätten, dass wir kein Board mehr dagegen gehabt hätten. Richtig. Aber jetzt muss er erstmal auswählen. Er fragt sich oft. Aha. Das ist ein Paladin-Dingens. Ich würde jetzt das Sternfeuer spielen, definitiv. Auf ihn. Genau. Ja. Auf sie. Ja, dann kriegen wir eine Karte. Nächste Runde müssen wir Flexibilität und das ist nichts weiter schlimm. Du kannst ihn direkt clearen, theoretisch. Ja. Was auch wichtig ist, da der Effekt ja relativ stark ist. Mhm. Und jetzt kommt eine Eiskältefalle. Oh. Das ist aber nicht weiter schlimm. Weil was will er machen? Er braucht er braucht mindestens zwei von denen jetzt, um den Bären zu klären. Mhm. Wir können auch den Hain, den Hütter demnächst spielen und damit auch einen klären wieder. Das verstehe ich nicht, warum man diese Karte in Arena spielt, die Schlangenfalle. Es kann ja sein, dass er noch schlechtere Picks zur Wahl gehabt hätte. Manchmal ist es ja echt die Wahl aus dem geringsten Übel. Du kriegst die drei besten Legendaries und im nächsten Zug musst du ihn zwischen den drei schwächsten Karten für Arena. Haben wir eigentlich irgendwelche legendären Karten bekommen? Leider nein. Ich glaube nicht, ne? Aber wir haben relativ starke trotzdem. Wird das irgendwie ausgeglichen? Berechnet das Spiel das irgendwie oder sowas? RNG. Das ist einfach sehr krass. Ich hatte schon Decks mit 4 Legendaries und die waren alle scheiße. Und ich hatte schon Decks ohne Legendaries und da waren nur Top-Value-Karten bei. Also jetzt gerade, er hat dieses Viech. Wenn ich irgendwas mit Spott ausspiele, dann wird nur sowieso das angegriffen und dann ist es platt. Einen anderen Feind anzugreifen. Ich könnte ihn zum... Nee, das ist ja Blödsinn. Was kann ich sonst machen? Ich kann halt nur diese Spottkreatur ausspielen, die gerade ein bisschen stärker wäre. Ich könnte ihn aber auch klären, aber das finde ich gerade besser. Ist es auch, glaube ich. Ne? Und dann kriegen wir auch nochmal eine Karte, dann haben wir nochmal ein bisschen Möglichkeiten. Das andere... Wir sind ja nicht wirklich bedroht. Ist das richtig? Wie viel Leben haben wir? 25. Er kann uns 3 Schaden machen, wenn du clearst. Ja. Beziehungsweise 5 mit seiner Hero-Ability. Ich glaube, das wäre am besten. Dann clear doch ruhig nochmal. Ja. Das glaube ich auch. Und jetzt können wir vielleicht gleich unsere Hero-Ability einsetzen, um die Schlange zu clearen. Ja. dann wird der Frostgolem wieder günstiger. Dann spielen wir ein paar günstige Kreaturen einfach erstmal, um ins Board zu kommen. Ja. Das haben wir... Ich finde, mit dem Pick haben wir Glück. Auch wenn das natürlich stark ist, es sind direkt 4 Schaden. Ja, aber mit dem Hüter des Science können wir das direkt rausnehmen. Genau, richtig. Was hat er denn jetzt da rechts noch? Der zieht eine Karte, wenn er stirbt. Dann kann er ruhig jetzt mit dem bleiben. Oder was ist zum Beispiel mit unserem Spotter, mit dem Jade-Behemoth? Ich könnte halt 2 Spottkarten... Nee, die sind zu teuer in einer Runde. Aber was ist denn die rechte? Diese hier? Ja. Einfach nur... Ein 1. Okay, wie wär's denn, wenn du... die 2er da? Ich werde 2 Leben her. Dann spiel doch erstmal den 4er Hüter des Heins und töte damit den Eber. Ich muss das Land bewachen. Eber. Jetzt kannst du mit der Hero Ability die Schlange klären. Dadurch wird der Golem günstiger. Wir kriegen eine Rüstung. Ja. Die natürlich auch wieder verschwindet. Aber der Golem wird jetzt. Jedes Mal, wenn du die Hero Ability spielst. Der Frost. Und dann könntest du. Ach, der der Riese. Yeah. Genau. Ja. Und jetzt könntest du noch theoretisch uns um 2 heilen. Das würde ich sogar machen. Genau. Ich würde das als Vorbereitung für den Jade-Behemoth nehmen, den du dann zusammen mit der Macht der Wildnis spielen kannst und dann hast du... Vor allen Dingen kann er jetzt nur einen clearen mit seinem, mit seinem Typen, mit seiner Krokodil. Er wird wahrscheinlich den auch opfern, weil er braucht wahrscheinlich sogar Karten. Ah, das weiß ich tatsächlich. Jetzt wahrscheinlich dann nicht. Ne? Okay, das macht nichts, okay. Wir können aber mit der Ability ja jetzt nochmal clearen. Jetzt hätte ich gerne Sternregen tatsächlich. Etwas mit Spott da. Mit dem ich auch meinen Dieb. Aber wir haben leider keine, die wir für 1 spielen können. Das ist ja ein 3-6er Spott, das heißt, der würde alle töten. Ja, ja, außer bis auf den. Ja, ja. Und er kann aber nicht nur mit dem angreifen. Wenn wir den spielen und den linken töten, muss er mit allen angreifen, um ihn zu vernichten. Könnt ihr nur verstärken, aber es ist Blödsinn. 4 Schaden macht jetzt wenig Sinn, weil er keine hat, die 4 Leben hat, aber stark ist. Ich würde den Jade-Behemoth spielen einfach. Ich glaube, das ist am stärksten. Und die plus eine 1-1, die noch dazu ist, eine Ability, um den
Oder tatsächlich. Heißt der Krokilisken zu töten? Andererseits könnten, ja, würde ich machen. Was habe ich noch? Nein, ich glaube, alles andere ist nicht so stark. Das kann man immer noch nächste Runde spielen, weil wir brauchen halt die. Wir tun gleich den Erntebohnen zum Beispiel, der ist ja relativ vorfällig. Es geht ja auch mehr darum, dass wir ihn jetzt gerade einfach ausstehen. Er hat nur noch drei Karten auf der Hand und wir haben 1000 so. Wenn unser Riese wird, günstiger. Kannst du theoretisch gleich zweimal Macht der Wildnis spielen. Ja. Was auch nicht schlecht ist, ist der Jadegeist, der spielt nur einen. Der spielt einen Jadegeist. Okay. Aber der ist ja schon stärker dann. Genau, der ist schon bei 2-2. Und wir haben gleich 10 Mana, das sind dann. Was ist das denn für eine Karte? Wenn die stirbt, dann. Achso. Dann kriegst du einen zufälligen Effekt auf die Hand. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr so leicht ausgespielt, weil er gleich drei weitere Karten auf die Hand kriegt. Richtig, wäre ja jetzt. Das musst du jetzt definitiv den Flash-Heating Ghoul. Den Ghoul loswerden, ganz dringend. Und dafür müssten wir eigentlich fast. Der Krake. Befreit den Kraken. Genau, ganz links unsere 9er-Karte opfern, um den Ghoul loszuwerden. Befreit den Kraken? Heißt das so? Befreit den Kraken! Und jetzt kommt die Spitze. Also ist praktisch der Kraken jetzt befreit. Er kann uns ja diese Runde nicht viel Schaden zufügen. Das sind jetzt 6, 8, 10 35. Schaden. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht mitgezählt. Ich dachte, Zahlen machen mir auch Spaß. Ja, er könnte. Nee, ich sehe, was ich halt sehe ohne seine Karten sind halt einfach die 8 Schadenmord und die 10, die er in der Heldin bekommt. Ich wollte mich nur wieder integrieren in das Gespräch. Ich habe mich nämlich eben gerade ein bisschen zurückgezogen und wenig gesagt. Einfach, weil ich das witzig fand, euch mal zuzuhören. War deine Brühe schlecht? Nee, meine Brühe war überhaupt nicht schlecht. Die war so schön warm und so lecker und da. weiß ich nicht. Bin ich in ein kleines. Ein Brüheloch gefallen. Aufnahmetief gefallen. Ich hatte eben auch eins, als ich angefangen habe. Deswegen habe ich auch erstmal ein Getränk gemacht. Das ist immer ganz gut, um sich zu regenerieren. Ich hätte noch den 1-1er reingehauen. Also die. Die Serie? Ja. Ja. Den Netzweber. Haben wir noch Taunt? Wir hätten. Nee. Das müssen wir jetzt ziehen. Ja, machen wir jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach. Siehst du? Nee. Der Mann, das bringt uns halt jetzt nichts mehr, ne? Wie viel Schaden liegen da? 9 und 2. Also er kann 11 Schaden mindestens machen. Jetzt müssen wir so viel aufs Board bringen, dass wir die nächste Runde töten können oder alles clearen können. Aber das bringt uns nichts. Riese ist 6, 2 nur. Ich könnte auch hiermit noch was clearen. Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Dann aber den Riesen für ein weniger noch. Genau, dann kannst du den Riesen für 5 spielen. Dann sind wir bei 7 Mana und dann spielst du noch einen 3er. Ja. Vier Möglichkeiten haben wir leider nicht. Nee, leider nicht. Ich würde den Golem spielen, weil der relativ beständig ist. Ne? Also es hat halt insgesamt 4 Leben dann. Ja. Man muss ihn zweimal töten. Ja, wir sind jetzt irgendwie so in der Lage, dass wir nur noch reagieren können auf das, was er tut und nicht andersherum. Ja, das ist halt leider beim Druiden jetzt, das Deck wurde halt tatsächlich sehr teuer am Anfang und jetzt haben wir ja doch gerade nur die teuren Karten gezogen und die ganzen guten, wie den Golem und den Scharlachroten zum Beispiel, ziehen wir jetzt halt leider erst zum Ende. Wenn man hier jetzt die Karte, die wir ganz rechts haben... Oh, ich glaube, jetzt sind wir sind da raus. Oh ja, das sieht nicht gut aus. Aber häufig sind die Arena-Spiele, die man... die am Anfang verliert, sind meistens die langen Serien. Ja. Ja. Können wir beim nächsten Mal fortsetzen? Ja. Ja, gerne. Denke ich. Weil es sind jetzt noch ein paar Spiele offen. Mal gucken, wie viele es werden. 2. Im schlimmsten Fall. Ja. Ja. Und aber ja, cool, Basti, dass du hier warst. Gerne. Hat Spaß gemacht, mit dem zweiten Experten am Tisch zu sitzen. Ja, auch ich bedanke mich. Es war sehr schön mit dir. Ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit dem Deck, was wir hier auch zusammengeschmiedet haben und wir bedanken uns auch bei euch natürlich. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzugucken und wenn es euch gefallen hat, gefällt es uns, wenn ihr auf unseren kleinen Abo-Fisch klickt und bis zum nächsten Mal. Tschö! Auf Wiedersehen!